Das Paladin können wir da einfach mal durchrushen. Und wir mal wieder den falschen Zauber drücken. Ich muss mir merken, nach rechts ist heilen. So. Einmal heilen. Dankeschön. Und ja, Tatsache, ich habe, wie ich es mir gedacht habe, hier geht's auch weiter. Hier geht's schon mal nach da oben. So. Bevor ich nach da oben schaue, schaue ich erstmal hier unten lang. So, einmal durch die Dinger durchheizen. Save Point aktivieren, der da netterweise ist. Und weiter wegschnitzeln. Okay, wir brauchen hier ziemlich viele Bronzeschlüssel. So, erstmal hier in Deckung gehen. Hier wäre der Level-Up-Meister. So, tot. Und da ist man. Weg mit dem Eismann. Und seinem Banner. Weg mit euch allen. Hier gibt es viel zu viele Bronzetüren und ich habe keinen einzigen Schlüssel dafür. So. Das ist jetzt aber ziemlich gemein. Au. Na, hier lang zu kommen. Autsch. Ganz ehrlich, das da oben ist mehr als nur fies. Aber es liegt ein Silberschlüssel und ein Bronzeschlüssel dort. Und die will ich beide haben. Also hier ist erstmal das Schussgerät. So, weg mit dir. Ja, gut, ich habe mich noch mal geopfert. Aber wenigstens ist der eine Eisdinger weg. So, jetzt werdet ihr hier platt gemacht. So. So, Schlüssel und Rückzug. Jetzt will ich nämlich erstmal zum Heiler. So, was machst du? Passage öffnen nach da mit einem Bronzeschlüssel. Okay. Health Pool, Move Speed, Mana Pool. Und nochmal Mana Pool. So. Schon sind wir wieder etwas ärmer. Aber wir haben ja hier noch genug Schatzkammern zum Plündern. Gut. Und lass mich raten, mit dem Schalter auf der anderen Seite könnten wir hier die Messerfalle deaktivieren. So, Mana-Ding weg. Au, geh weg. So. Hier weg. Bitte. Danke. So, einmal hier durchheizen. Wofür haben wir so Spezialfähigkeiten? So. Und weg mit dem Ding. Blue Spike Turret deactivated. Gut.
So. Hier sind überall so riesen Lückenlöcher, durch die wir nicht durchkommen. Hm. So. Noch ein Bronzeschlüssel. Und noch so ein Spawner-Magier. Ah, da hinten ist noch einer. Da ist gleich ein ganzer Haufen von denen. So, weg mit den Eismagiern. Spawn ruhig deine Viecher, die machen mir gar nichts aus. So, heilen. Heilen ist immer gut. So, das sollte reichen. Das macht sicherlich auch viel Fun, wenn man in der Gruppe spielt und einen Paladin dabei hat. Wow. So, weg mit euch erstmal. Weg mit dem Magier. So. Und jetzt weg mit dem Bogenschützen. Au, genau ins Heck getroffen. Und ich habe mich ja vorhin beschwert, dass wir sehr viele Bronzeschlüssel brauchen. Hier scheint es Bronzeschlüssel in Masse zu geben. So, weg mit dir. Und da kommen schon wieder die gut gepanzerten Banner-Spawner. Na, zum Glück hatte nur der letzte einen Banner dabei. Noch einer von euch. Noch einer von euch. So. Soll ich erst da oben lang gucken? Ja, ich glaube, ich gucke erst da oben lang. So. Mana-Banner weg. Noch ein Mana-Banner weg. Ja, weil da geht's zum Rüstungs- und zum Waffenhändler. Weg. Ach nö. Wieder so ein blöder Boss. Und dazu noch Heiler. Wah. Hier stehe ich genau richtig. Wow. Ja, hier stehe ich auch gut. So. Irgendein Bonus aufgesammelt. So. Geht's da nach oben? Ja, da geht's nach oben. Kommt, geht weg. Au, nein. Wow. Tot. Aber gut, jetzt sind wir wieder hier. Hat auch einen Vorteil. Jetzt können wir uns nämlich die Sachen auf der Seite noch angucken. Bevor wir hier oben lang gehen. So. Das finde ich nicht so gut. Hier hinter der Ecke finde ich es besser. So. Gut. War volle Absicht, eigentlich nicht. Aber so können wir uns wenigstens auch noch in der Ecke umgucken. Hier waren wir zwar schon.
Weil hier ist der Teleporter, den wir im 10. Stock benutzt haben. So. Sonst noch was hier? Nein, dann geht es wirklich nach da oben weiter. Definitiv. So. Weg mit dem Banner. Kurz heilen. Fernkämpfer weg. Weg mit denen. Letzten Schlüssel benutzen, um hier die Vendor-Münze freizuschalten, die wir erst von der anderen Seite aus erreichen werden. Was gibt's hier oben? Einen Bronzeschlüssel, der hier reinführt. So, erstmal heilen. Mal wieder. Gut. Auf die andere Seite kommen wir noch nicht. Jetzt kommen wir auf die andere Seite. Erstmal gucken, dass wir hier die Gegner loswerden. Genau, die hier überall spawnen. So. Ja, lauft schön da rein. Was hast du zu sagen? Hey, don't push that button. Wieso nicht? Au. Ich hätte auf ihn hören sollen. Wow. Tod ist unausweichlich, oder wie? Das finde ich nicht so schön. Boah. Heilen. Aber das scheint ein abgeschlossenes Gebiet zu sein hier. So. So. Oder auch nicht. Kommt ruhig her. So. Kombo für Heilung finde ich gut. Ja, doch, das scheint hier ein Safe Point. Ja. Schnell den Safe Point aktivieren. Wenn ich schon sterbe, dann will ich gleich in der Kacke respawnen. So. Gut. Dort drüben ist was. Und da ist ein Stachelwirk, so ein Stachelding. Das will ich gerne loswerden. So. Genauso wie alle Skelette, die um die Ecke kommen. Und Geld will ich einsacken. Wir haben ja jetzt beim Lebenshändler alles rausgehauen, was er hatte. Deswegen brauchen wir wieder mehr Geld. Wie viel haben wir denn jetzt schon wieder? Oh, schon wieder 12.000. Dieser Ort ist definitiv sehr verwirrend. Auf jeden Fall ist er saumäßig gefährlich. Au, au.
Und wir krebsen ständig im Ausrufezeichenbereich rum. Ups. Gestorben. Wir sind schon bei 26 Toten. So, weg mit euch. Weg mit den blöden Bannern. Wow. Na komm her. So. Spawner weg. Spawner weg. Bronzeschlüssel her. Und was haben wir hier? Only 5 more to go. Okay, dann mussten wir sogar hier hoch. Wow, hinter dem Ding in Deckung gehen. Und wir sind schon wieder fast tot. Wow, vorsichtig. Gucken wir lieber mal hier unten lang. Nein, mich drehen wollte ich eigentlich nicht. A passage has been revealed. Irgendwo dort oben wohl. Au. Autsch, ich sterbe gleich wieder, oder? Na, versuchen wir uns noch mal zu heilen. Okay, hier ist wirklich sehr viel Kacke. Ich hätte den Schalter nicht drücken sollen. So. Ah, diese Passage wurde wohl freigeschalten. So, weg mit euch. So, hier ist nichts. Und ich hätte gerne den Schalter, der das hier alles deaktiviert. Ups. Jetzt habe ich mich tatsächlich vor so einem Ding verkeilt. Ja, kann auch passieren. So, hier durch. Da durch. Verstecken wir uns mal hinter der Säule hier. So, only 4 more to go. Edelstein. Mal wieder die Gier befriedigen. Oh, Save Point. So, weg mit dem. Oh, da sind ja drei Stück auf einem Haufen. Das könnte garstig sein. Hier rein und die ganzen Spike Turrets ausschalten. So. So, jetzt ist das Ganze doch etwas angenehmer. So, die Eiszauberer weg. Die ganzen Gegner weg. Die Spawner mal ausschalten. So, Heiler weg. Rotenbeschwörer weg. Dort oben brauchen wir wieder einen Goldschlüssel. So, habe ich jetzt endlich mal erstmal Ruhe. An das Ding komme ich nicht ran. Toll. Hier komme ich nicht hoch. Bringt mir alles nichts. Wie komme ich wohl an die Vendor-Münze? Vielleicht von der anderen Seite aus. Da, wo die ganzen Skelette gerade hergelatscht kommen.